Servus Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Dude Gaming und weiter geht's in Assassin's Creed. Wir sollen den Händler am Abend auf so einem komischen Ackerland treffen, da gehen wir doch jetzt mal hin. Und mal schauen, ob er jetzt schon da ist oder ob wir noch meditieren müssen, bis er dann kommt, bis es halt abends ist. Da hinten sehen wir auch schon riesen Pyramiden. Denken wir mal, da werden wir auch irgendwann noch hinkommen im Laufe des Spiels. Einen Schluck Kaffee trinken hier. So, weiter geht's. Okay, es wird ja, glaube ich, jetzt schon langsam ein bisschen dunkler. Ja, da ist er schon. Sprechen wir mal mit ihm. Mein Freund. Schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür ich trinke Schluck Kaffee. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Der Weg des Wissbegierigen ist sehr gefährlich. Boah. Sag mal, kann ich jetzt hier nicht? Dann geht es mit meinem Schild nicht. Aber Fuß ab? Nee, okay. Ja, ich hab schon fertig. Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede. Oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf. Okay, schauen wir mal zum Lager. Die Götter werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkzeuge zerstöre. Ich verstehe jetzt nicht. Ich hatte jetzt eigentlich das Schild. Aber trotzdem ist hier durchgekommen. Schauen wir mal, was es zu snacken gibt. Nee. Wir müssen mal probieren im nächsten Kampf, ob wir parieren können. Weil ich habe es ja eigentlich geskillt. Schauen, ob das was bringt. Sieht schon wieder so ein bisschen nach Sandsturm aus. Okay, da ist er. Oh, wow, 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 wow. Dann werden wir mal ein bisschen reinschleichen. Okay, ich glaube, die Dinge muss ich bloß zerstören, oder?
Okay, das sind die Trüge. Das war's schon, oder was? Okay, wir schauen mal, ob wir uns nicht porten können. Das geht schneller. Schnellreise, bitte. Folge 10 schon, Leute. Ey, das geht ratzfatz hier, muss ich sagen. So, dann wird die Questreihe abgeschlossen sein. Und die können wieder anständiges Zeug verkaufen. Und gehen vor allem ihm nicht mehr auf den Sack hier. Okay, hier hinten ist er schon. Wie kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern? Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Kann ich doch machen. Nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Die auch machen können. Becher Wein von Zeit zu Zeit. So, Pamu trinkt gerne, vielleicht ist er in der Dorfschenke. Alle beim Saufen hier die ganze Zeit, kann ja nicht wahr sein. Die alten Ägypter haben auch schon ganz schön gebechert, muss ich sagen. Oh, das sieht so schön aus, das Spiel. Hammermäßig. Ich muss mir mal die Trophäen anschauen, für was Platin machen. Der Mann stinkt nach Bier. Was ist denn hier los? Oh, danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Boah, jetzt muss ich den da hinten hinbringen, oder was? Okay, dann bringen wir den nochmal. Hey, ich muss schon echt sagen, dieses Jahr sind wir schon ganz schön verwöhnt worden. Rein spieletechnisch. Also ich hoffe mal, dass nächstes Jahr auch so geil wird. Jetzt weiß man gar nicht, was man zuerst spielen soll. Bei meiner begrenzten Zeit ist es immer ein bisschen blöd. Ich würde am liebsten alles gleichzeitig spielen. Aber das kennt ihr mit Sicherheit auch, glaube ich. Der soll kämpfen, der kann ja gar nicht mehr kämpfen. Der ist doch schon voll wie ein Scheißhaus. Ja.
Manahed. Das ist Pamu. Was ist mit ihm geschehen? Sein Bedürfnis, auf Sachmet zu trinken, war größer als gut für ihn war. Das ist ein Desaster. Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn's nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen. Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Okay. Eure Heiligkeit, ich will hier für Sachmet kämpfen. Du bist nicht Pamu. Er spielt immer die Sachmet. Pamu ist krank. Er erholt sich gerade im Tempel. Schön. Er ist wirklich krank. Ich glaube, der hat große Kopfschmerzen. Was ist das für ein Hundekopf? Okay, die haben ja Hunde vergöttert, gell, die alten Ägypter. Auch wenn dies kein echter Kampf ist, musst du immer wachsam bleiben. Ja, komm hier. Nur keine Angst. Wir haben ein Schwert oder so. Ich werde Sachmet alle Ehre machen. Beschützt von Sachmet, die das zweigeteilte Land mit ihrer Flamme erleuchtet, danken wir allen Gästen für ihre Anwesenheit in dieser heiligen Nacht. Und sollte das Böse zu stark sein in euren Herzen, wird Isfet, die Unheilvolle, die Göttin Sachmet vernichten! Und Jamu wäre zu 100 Jahren absoluter Dunkelheit verdammt! Aber sind eure Herzen rein, wird die Göttin uns beistehen und uns schützen vor den Mächten des Chaos! Sachmet, den Kampf beginnen! Seit unendlichen Zeiten hat Sachmet die Löwen uns schon vor Isfets Gier behütet. Du schaffst das! Isfet war einst die Gefährtin von Ma'at, der Göttin der Ordnung. Sie manipulierte ihre Wagenfahnen und fraß sich fett an den Seelen der Sterblichen. Ma'at verbannte sie aus ihrem Gerichtssaal, doch vor Hunger kehrte sie zurück. Aber Sachmet erkannte sie und ließ sie nicht sie durch die Tür. Sie wird erneut unterwerfen. Ihr Kampf währte schon 20 Tage und Nächte. Wir aufpassen hier. Die Herren des Chaos unterwarfen. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Möge Chaos Sachmet zurück. Uns beschützen. Oh, Alter! Flipp ich aus! In deiner Brust glüht das rote Herz, von der Göttin entflammt. Warte, welcher ist Sachmet? Und die welcher Göttin ist beschützt mit? Ihren Kämpfen vor allen Unreinheiten. Sachmets Macht führt deine Hand. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Du musst Seht, gewinnen, Ampel. Seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Sachmets Macht führt deine Hand. Sei vorsichtig, Onkel. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Die Fänge der Löwen erreichen die Dunkelheit. Der Löwen. Bums.
Kein Problem. Immer her damit. Du hast gekämpft wie die Blutgetränkte persönlich. Ah, die Geschichte des Priesters vom Kampf zwischen der Göttin und Isfet war neu für mich. Er hat sich die Geschichte selbst ausgedacht. Niemand kennt sie außerhalb von Yarmu. Ich würde mich freuen, wenn du noch länger bleiben könntest. Aber ich weiß, dass deine Pflichten dich rufen. Ich werde mich noch von den Kindern verabschieden. Tu das. Sie mögen dich. Du bist stets willkommen in Yarmu, wann immer dich deine Reisen in unsere Nähe führen. Sehr schön, dann schon Level 10. Oh, ich glaube, wir können wieder skillen. Behalte die Maske und den Stab der Göttin als bescheidenes Zeichen unseres Respekts. Wow! Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Schauen wir uns das mal an. Schaut cool aus, ja, aber... andere gefällt mir fast besser. Haben wir aber noch eine Waffe auch bekommen, glaube ich, oder? Irgendwas haben wir doch bekommen. Schneider, schwere Klingenwaffen. Nehmen wir die mal. Dann schauen wir uns die Fertigkeiten an. Wir haben 2 Fertigkeitspunkte. Und ich wollte eigentlich mal schauen, und zwar Hilfsmittel. Wird beim Kauf eine Hilfsmittelfähigkeit freigeschaltet. Hilfsmittelfähigkeit. Wo ist die Hilfsmittelfähigkeit? Müssen wir mal schauen. Handelsvertreter. Hilfsmittel Kill EP. Ein Punkt. Den müssen wir hier runterskillen. Schauen wir mal, ob das jetzt frei ist. Ich glaube eher nicht, oder? Wird beim Kauf eine Hilfsmittelfähigkeit freigeschaltet. Hilfsmittelfähigkeit. Materialkäufer. Schlafpfeile. Brandbombe. Ich muss doch hier hochskillen. Nebelwand. Pyromane-Wand. Schauen wir doch mal Inventar, was haben wir denn da Neues? Ah, das sind die Rätseldinger, gell? Ja, da können wir später nochmal schauen. So, weiter geht's. Questsmäßig. Genau, jetzt wollte ich eigentlich Bayaks Versprechen machen. Finde die Steinkreise in Ägypten und interagiere mit ihnen. Finde die Steinkreise in Ägypten. Ach du Scheiße. Da könnten Steinkreise sein, oder? Nee. Viel, man ist die Karte groß. Heftiger.
Shit, der Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, machen wir den einfach hier weiter mit den Quests. Wir arbeiten jetzt alles einfach nach der Reihe ab, würde ich sagen. Machen wir das hier, Stufe 9. Finde die Steinkreise in Ägypten und interagiere mit ihnen. Oh, 1 von 12. Bayek's Versprechen. Okay, das wird so eine Art komplette Quest sein für das komplette Game, denke ich mir. Ägypten ist groß. Schauen wir mal hier. Seltsam, wie diese Leichen hier einfach rumliegen. Der Balsamierer wird mehr wissen. Sprich mit dem Einbalsamierer über die Leichen. Okay, schauen wir mal, wo der ist, der Einbalsamierer. Eine Schande, dass die drei Toten vernachlässigt werden. Was ist denn? Sie wurden gerade gebracht, Magi. Eine ganze Familie starb durch das Schwert. Nur ihre Tochter Iras hat überlebt. Sie brachte einen nach dem anderen her. Armes Ding. Sie ist jetzt ganz allein. Tragische Geschichte. Allerdings. Wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße. Dort, wo ihre Familie starb. Diese Iras würde ich gerne einmal kennenlernen. Bias Kamel. Ist die Straße wahrscheinlich wieder zu Ende? Okay, dann gehen wir hier. Soldaten, Sie suchen bestimmt nach Iras. Ich tauche unter. Und Sie hoffentlich auch. Stufe 10. Ja, bis 2 gesehen eigentlich. The fuck? Okay, ich glaube, das muss ich leise machen. Leise wie der Wind. Okay, probieren wir doch mal. Es wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Sie suchen also bestimmt nach Iras. Ich tauche unter. Und Sie hoffentlich auch. Sie entkommt uns nicht nochmal!
Der Erste, der sie findet, bekommt eine Ex... Erstmal die Waffen ein bisschen ausschalten hier. Sie ist im Brunnen, wenn die Soldaten sie gehört haben. Ja, ich geh mal ein bisschen hier rüber, weil ich glaube, von hier werde ich die nicht kriegen. Deswegen muss nur der Pferdidiot da. Alles klar. Und wir haben schon wieder ein neues Schwert, aber es ist schlechter wie unser jetziges. Alles klar, sehr gut. Friede sei mit dir, Iras. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iras. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann, ja, den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier, an der Straße nach Alexandria. Im Fall der Fälle, sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren. So. Damit würde ich sagen, machen wir doch einen Cut an dieser Stelle und schauen uns in der nächsten Folge an, wie es mit der Quest Geburtsrecht weitergeht. Genau, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, ihr wisst ja, supportet mich, freut mich alles sehr. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.